Also, ich denke schon, dass wir das Spiel heute durchkriegen. Zumindest die Hauptstory. Und wenn noch ein bisschen Zeit ist, wir machen so maximal bis 2 Uhr plus. Weil gestern war es ein bisschen zu spät. Wahrscheinlich werde ich heute ein bisschen wieder übertreiben. Aber ein bisschen übertreiben ist nicht so schlimm, als zu viel übertreiben. Würde ich sagen. Und ja, dann gehen wir gleich weiter. Hallo, Teilzeit-Asiate. Ich muss erstmal die drei Wörter zurechtfinden. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Und viel Spaß, denn jetzt geht's nämlich ab. Wir haben nämlich 8 Orden und jetzt ist nämlich der Champion Cup am Start. Und ich hoffe mal, dass wir da zumindest einen guten Show abliefern. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht, aber ich denke, unsere Pokémon sind da schon recht gut dabei. Du bist Challenger Pursuit, richtig? Wir haben deine Kämpfe mit Spannung verfolgt. Gemäß den Regeln muss ich aber trotzdem überprüfen, ob du alle Orden hast. Ich bin sowas von bereit, endlich vor allen Leuten gegen dich zu kämpfen. Bittes wurde ja letzten Endes disqualifiziert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ihn noch nicht vom letzten Mal gesehen haben. Wie auch immer. Komm, Pursuit. Lass uns in den Wartebereich gehen. Wartebereich? Good luck. Magst du fix deine Pokémon zeigen, die du bei dir hast? Sofort. Sofort. Wenn wir kämpfen sind, kann ich dir das gerne zeigen. An alle Trainer, die die Arena-Challenge bestanden haben. Das Vorturnier fängt gleich an. Bitte begebt euch auf den Kampfplatz des Stadions, wenn ihr bereit seid. Wenn ihr bereit seid. Genau. Das ist mein Team. Ich habe es heute nochmal neu konstelliert, ein paar Pokémon ausgetauscht. Beziehungsweise ein Pokémon ausgetauscht. Und ja. Biting Kite. Mein Gardos. Dann Darkwing. Das Kramor, Gajil, Fan Dragon? Ja, Fandra, Phantom Dragon, Gajil, dann Marion, unser Snibunda, dann Blitzgedanke, ich habe die Namen nicht im Kopf, Riffex, ist nämlich Bassist, das passt zu mir, das passt wirklich perfekt, dann noch Ignite, das Libello. Genau, Liberlo. Kann man schönen Lippenstift auftragen. Und ja, das ist mein schönes Team. Und damit machen wir auch den Champion Cup. Jo, sieht gut aus. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und ich finde es auch richtig ausgeglichen. Wir können jetzt zumindest in vielen Tacken reinwechseln. Das finde ich auch richtig schön. Und ich hoffe, Gajil kommt zum Einsatz. Jo, Zeider! Wunderschönen guten Abend. Es geht nämlich los. Es geht los. Hm. Es gibt anscheinend 2 verschiedene Gruppen. Gruppe A und Gruppe B. Und von beiden Finalisten gibt es dann das finale Showdown. Nur befugte Personen Zutritt. Okay. Was? Ach so. Das ist LOL. Okay. Hier doch ein bisschen trainieren. Huff, 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 huff. Wir müssen auch in Topform sein. Na los, bisschen Boxen hier. Das ist ein... Wohin genau? Kann man auch noch schön sitzen. Es gibt 9 Plätze. Ja, 5 und 4. 9 Plätze, alles klar. Let's go! Ich bin gespannt. Gegen Mary.
Mir war schon immer klar, dass du es schaffen würdest, alle Orden zu sammeln. Ich wusste, dass du das Vorturnier erreichen würdest. Es gibt viel, wofür ich hier kämpfe, weißt du? Für meinen Bruder zum Beispiel. Aber ich kämpfe auch für meine Heimatstadt, Spikeford, um mir auf die Sprünge zu helfen. Aber ganz ehrlich, letztendlich will ich mir den Titel unbedingt für mich selbst erkämpfen. Also nimm's mir nicht übel, wenn ich dein Team gleich hart, aber herzlich nach Hause schicke. Das werden wir sehen, Mary. Das werden wir sehen. Und auch die Mucke von Mary. Cleopatra. Ah, wir können auch noch Düne maximieren. Ich werde dich ohne Gnade bekämpfen und der neue Champ werden. Ist das 6 gegen 6? 6 gegen 5, okay. Wahrscheinlich kommt Abschlag. Los, Libona! Oder Standpauke. Das macht nicht viel. Durchbruch! Boom! Irokex. Ah ja, da war was. Irokex nämlich ziemlich bulky. Ich könnte ihr gesamtes Team durchwaschen, tatsächlich, mit Garados. Garados ist so OP. Jetzt auch noch Angeberei. Alles klaro. I understand. Wie die Zuschauer hier jubeln. Plus 3. Also, Marie, Angeberei ist eine üble Attacke. Da muss man wirklich aufpassen. Okay, Morpeko. Soll ich rausgehen oder drinnen bleiben? Ich gehe mal zu... Blitzgedanke. Weil ich möchte jetzt nämlich so spielen, dass zumindest keiner stirbt. Überschallknall. Toxiquark. Die beiden passen ja richtig gut zusammen. Ja, ich bin da ein bisschen overlevelt. Ich meine, die Gegner, also die wilden Pokémon waren schon auf Level 50 plus, aber die Trainer sind so low. Also plus 10 Level wäre eigentlich nicht schlecht gewesen. Finde ich ein bisschen schade, aber okay. Komm, wir warten noch ein bisschen. Nochmal Überschallknall. Das war ein Crit. Meine Fans stehen bei mir. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Oh, Langar.
Ah, das ist die letzte Stufe von Bämon. Oh, Langar. So, einmal Dönergewitter. Richtig schön Dönergewitter. Und einmal schön Bass spielen. Mein Bruder zweifelt da drauf, um zu gewinnen, dass ich voll auf Giga Dynamax. Jo! Das ist heftig. Dönergewitter. Jau. Olanga tankt das. Ich habe meine Bestattacke ausgiebig geübt, damit ich sie gegen dich einsetzen kann. Giga-Gähnzwang. Autsch. Top-Genesung. Hat der aber nicht wirklich was gebracht. Aber sehr gut gekämpft. Ich mag Griffex. Also ich nehme es auf jeden Fall mit ins VGC. Verloren. Aber immerhin verstehe ich jetzt besser, was euch so zu einem tollen Team macht. Alle Blicke hier im Stadion waren auf uns gerichtet, während wir gekämpft haben. Zu hören, wie das Publikum mein Team und mir zujubelt, war einfach das Größte. Ich habe verloren, daran lässt sich nichts ändern. Aber wenigstens habe ich den Zuschauern eine Show geliefert, die sie so schnell nicht vergessen werden. Das ist auch schon mal was wert. Und jetzt werde ich selbst zum Zuschauer. Den Rest der Veranstaltung schaue ich mir zusammen mit meinem Bruder an. Ich bin schon total gespannt, wer am Ende gegen den Champ kämpfen wird. Ob ich dich anfeuern werde oder jemand anderes, weiß ich selbst noch nicht. So, Zeit, das Feld zu räumen. Bis dann. Alles klar, Mary. Hey, Pursuit. Wir sehen uns auf jeden Fall im letzten Kampf des Vorturniers. Bei deinem Match wurde mir eben klar, dass ich einfach gewinnen muss. Meine Pokémon stehen auch total unter Strom, seit sie deinen Sieg gesehen haben. Ich hoffe, Hopp wird es schaffen. Das wäre sonst wirklich komisch, wenn er es tatsächlich nicht schafft. Entschuldige die Störung. Ich weiß, dass du gerade erst vor deinem Kampf zurück bist, aber das Match von Hopp endete schneller als erwartet. Er hat einen überwältigenden Sieg errungen. Okay. Bitte begib dich zurück auf den Kampfplatz, sobald du bereit bist. Jetzt schon gehen, Hopp. Hopp. Mein Hals. Gegen Hopp. Ich bin schon voll geheilt. Hippity hoppity. Wir kämpfen gegen Hopp. Was sagen die? Reporterdame? Gleich ist es soweit. Das Finale unseres Vorturniers steht kurz bevor. In diesem Kampf steht sich die Challenger Pursuit und Hopp gegenüber. Beide haben eine Empfehlung von unserem Champ höchstpersönlich erhalten. Ich bin der Kameramann von Mako TV. Du weißt schon, dass ich gerade im Film bin? Ja, ich weiß das. Sehe ich gut aus. Pardon. Ich bin bereit.
Hopp fängt wahrscheinlich mit Urgel an oder mit irgendeinem anderen Pokémon. Ich weiß gerade nicht. Deswegen fange ich doch lieber erst mit Blitzgedanke an. Oder mit Gajeel. Hm. Kann Gajeel eine Elektroattacke? Habe ich denn eine Elektroattacke dabei? Nö. Habe ich nicht. Kann auch nicht mal Matschbombe oder so. Ich habe keinen Donnerblitz. Schade, aber Donnerwelle. Egal, das kriegen wir schon hin. Passt schon. Ah, er sieht so schön aus. Let's go! Gegen Hopp. Ich musste gerade an den Beginn unserer Reise in Fullongham zurückdenken. Delion hatte uns beiden geraden Pokémon geschenkt. Damals habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. Diesen Schwur habe ich hiermit eingelöst. Und jetzt schnappe ich mir den Sieg. Alles klar, Hopp. Zeig mir, was du kannst. Sein Ausdruck. Voller Ernst. Zolok. Jetzt ist er cool drauf. Unser Kampf hat mir im Garten ist kein Vergleich zum Match im Stadion. Genau. Auch eine andere Mucke. So leicht anders. Ach, die Musik. Also wenn wir mit dem Spiel durch sind, werde ich mir nach dem Stream einfach die Musik nochmal anhören. Einfach so. Auf 5 Pokémon. Vor allem, wie die Zuschauer danach machen. Ja, Rüffix ist einfach stark. Da kann keiner was sagen. Langsam, aber stark. So langsam auch nicht. Ich glaube, so schnell wie Toxicroak, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, Garados. Hast du Donner? Nein, Hammerarm. Moment, man hat er gerade gedeppt. Hopp, hast du gerade gedeppt? Ich hab's gerade nicht gesehen. Nee. Da gibt's so einen Befehl wie Ash. So ähnlich wie Ash, keine Ahnung. Los, Pikachu, Donnerblitz. Also Hopp ist gerade richtig entschlossen. Gefällt mir.
Spritzigel. One-Shot. Ich wusste, dass du auf effektive Treffer aus bist. Karamor. Komm, da gehe ich doch mal zu Ignite. Ich und den Klemme, nix da. So ein Sieg mit dem Rücken zur Wand. Macht mich wuschig. Keine Ahnung. Ich hab's nicht lesen können. So. Dünerbrand. Lass all die Wünsche raus. Dynamax gegen Dynamax. Was? Ach ja, ich war noch plus, minus. Minus 1 war ich. Also plus 2, minus 1. Also minus 2 plus 1 so rum. Ja, das war nicht schlecht, hab. Und das war ein One-Shot. Aber schön. Vielen Dank fürs Süd. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, Hopp. War ein schöner Kampf. Also wirklich. Damit ist das Fort-Turnier beendet. Alle Trainer, die Arena-Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft. Aber nur die allerbeste unter ihnen darf in das Finalturnier einziehen. Und dieser Trainer ist Pursuit. Ich weiß, Sanja meinte, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Held gesehen. Du hingegen, ist eigentlich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu leisten? Pursuit, mein Glückwunsch an dich, Riffex und an dein ganzes Team. Das waren die Vorrunden, okay. Da gibt's noch eine Runde. Jau. Delian. Pursuit. Was für ein bewegender Kampf. Mir sind glatt die Tränen gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Seht euch nur an. Ihr seid aus demselben Dorf aufgebrochen, habt fantastische Teams zusammengestellt und mit allen gekämpft, was in euch steckt.
Euer Siegeswille war in jeder Attacke zu spüren. Dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich einen wahren Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals gezögert hat, euch eine Empfehlung für die Arena-Challenge zu schreiben, muss sich jetzt echt dämlich fühlen. Allerdings, vor allem wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer warst, Bruderherz. Du sagst es, Hopp. Wer weiß, wer mein Gegner im Champ-Match sein wird. Aber meine Pokémon und ich werden ihm oder ihr mit allem, was wir haben, die Stirn bieten. Ich sage es ganz offen heraus. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mein Gegner sein wirst. Pursuit. Okay. Das kriegen wir hin. Genau, Pursuit. Jetzt geht's erst richtig los. Aber ich bin total alle. Ich gehe mich erstmal etwas im Hotel entspannen. Dafür sollst du aber noch Energie tanken, Hopp. Kommt, lass uns alle etwas essen gehen. Können wir gerne machen. Aber wehe, du willst wieder irgendeinen x-beliebigen Schuppen. Ich will was Ordentliches essen. Etwas was zu futtern. Schön 5-Sterne, Restaurant, Hotel und so. Yummy. Jetzt kommen noch die Reporter. Pursuit, Challenger Pursuit. Einen Augenblick bitte. Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung? Großartig. Wieder weiß hat Deleon, der Champ der Galaregion, dir und Hopp eine Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Sieg über Hopp, den man gut und gerne als seinen Rivalen bezeichnen kann? Das war nichts als Glück. Ich freue mich riesig darüber. Ich kann es doch nicht ganz glauben. Komm, wir freuen uns doch eigentlich. Wir freuen uns. Verstehe. Und hast du etwas, was du Hopp gerne sagen möchtest? Er wird immer mein Rivale sein. Ja. Er war immer ein starker Gegner. Ja. Ich will mich bei ihm bedanken. Aha, verstehe. Du siehst ihn also auch als deinen Rivalen. Ganz unter uns. Denkst du, du hast eine Chance, den Titel zu gewinnen? Das fragen sie noch? Schwer zu sagen. Eher nicht. Komm, wir sind ein bisschen... Keine Ahnung. Wir werden es gewinnen. Wir kriegen das hin. Jetzt reicht's aber langsam. Was sollen diese ganzen unverschämten Fragen? Pursuit ist total groggy. Außerdem sind wir mit meinem Bruder Deleon verabredet. Also lassen Sie uns bitte in Ruhe. Aber natürlich, kein Problem. Wir hoffen schwer, dass die Pokémon-Liga bald einen neuen Star bekommt. Viel Erfolg noch. Oh Gott, gleich kommen die ganzen Paparazzis und so. Sobald wir gewinnen. Die werden uns nie in Ruhe lassen. Oh nein. Das wird schrecklich. Puh, als Promi hat man es echt nicht leicht, was? Wo bleibt mein Bruder eigentlich? Ich habe einen Mordshunger. Und er kommt nicht. Einige Stunden später. Wo steckt Deleon bloß? So spät ist sonst nie. Es sei denn, er hat sich verlaufen. Er hat mich noch nie hängen lassen und hält sich immer an jedes Versprechen. Champ ist er auch nur geworden, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Pünktlich zu einer Verabredung zu kommen, sollte dagegen doch ein Kinderspiel sein. Musst du hier so einen Lärm machen, Alter? Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken sollen. Da wäre sie nützlicher gewesen. Ach, erzähl mir was Neues. Ich mache mir wirklich Sorgen um Deleon, klar. Außerdem muss ich mir von jemandem wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie sollte ich dich in dem Outfit jemals ernst nehmen? Wow, wenn du immer nur aufs Äußere achtest, wundert es mich nicht, dass du verloren hast. Und was der Champ angeht, der ist zum Rose Tower gegangen. Wieso das denn? Keine Ahnung warum. Ich habe ihn nur zufällig an der Monorail-Haltestelle getroffen. Ich soll euch ausrüsten, dass er sich etwas verspätet, weil er irgendetwas im Rose Tower erledigen muss. Im Rose Tower? Ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal, Ness, könntest du uns vielleicht den Weg zum Rose Tower zeigen?
Versüht und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Du bist genau wie dein Bruder. Reicht man euch den kleinen Finger, wollt ihr gleich die ganze Hand. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass sich wegen euch noch der Start des Finalturniers verzögert. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten trommel ich zur Verstärkung auch gleich Team Yell zusammen. Statten wir dem Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Alles klar. Du bist der Größte, Ness. Vielen Dank. Jetzt wird dran geklotzt. Und zwar so richtig. Wie er so ernst reinschaut. Der Ness. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin immer noch fix und fertig von meinem Kampf gegen Pursuit. Team Yell ist jetzt der offizielle Fanclub von Pursuit, Mary. Hilfe? Nee, aber Team Yell ist schon cool drauf. Kriegen wir jetzt auch immer einen Boost? Und wir brauchen auch deine Hilfe. Hi. Ich bin zutiefst gerührt von eurer Familienbande, aber euch hat niemand um Hilfe gebeten. Olivia? Liga-Präsident Rose befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Die zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden. Unbefugten ist der Zutritt zum Rose Tower ohnehin verwehrt. Um ihn mit der Monorail zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. Aha. So wird gewährleistet, dass der Liga-Präsident sich nicht mit ungeladenen Gästen ablagen muss, solange er sich im Rose Tower aufhält. Ich werde den Schlüssel einem von mir gewählten Mitglied des Liga-Personals anvertrauen. Ja, und sie sagt es genau explizit. Ich frage mich nur, warum. Euch ist sicher nicht entgangen, dass der Liga-Präsident solch Spielchen mag. Woran ihr erkennt, welches Mitglied des Liga-Personals den Schlüssel hat? Tja, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Ich bin ein Meister der Tarnung. Versucht nur, mich zu finden. Na toll, und was jetzt? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Aber hey, das wird uns nicht aufhalten. Team Yell hilft bei der Suche. Wir sind immerhin der offizielle Fanclub von Pursuit. Nice. Perfekt, ich suche die Gegend vor dem Stadion ab. Alles klar, hopp. Okay, wie sieht's aus? Gehen wir erstmal zusammen zum Bahnhofsplatz. Okay. Super, solange alle mithelfen, schaffen wir es mit Links, den Rose Tower zu erreichen.